Moin und herzlich willkommen bei der Firma Berotech. In diesem heutigen Video haben wir unsere Desert X zu Besuch oder zu Gast und wir wollen daran unseren Kettenöler installieren. Bevor wir den installieren, noch ein, zwei Worte zu der Desert X. Die haben wir jetzt seit August. Wir haben schon die ersten 1000 Kilometer drauf. Also wir waren jetzt nur auf den deutschen Landstraßen und Autobahnen unterwegs, noch keine großen Abenteuer erlebt. Sind soweit eigentlich ganz zufrieden. Wie gesagt, noch keine allzu großen Erfahrungen. Ich würde euch gerne aber noch ein, zwei Sachen aus dem Handbuch der Desert X vorlesen, die ein bisschen Bezug haben zu unserem Kettenschmierthema. Da mussten wir selber ein bisschen schmunzeln, als wir das gelesen haben. Also zum Thema Kettenspannung schreibt Ducati beispielsweise: Bezüglich der Kettenspannung muss man sich an einen Ducati-Vertragshändler oder Vertragswerkstatt wenden. Ebenso für das Schmieren der Antriebskette soll man sich ja an einen Ducati-Vertragshändler oder eine Vertragswerkstatt wenden. Und das Gleiche steht auch noch ja für den Reifenwechsel drin. Nun hat Ducati ja eine Reise-Enduro hier auf den Markt gebracht und wenn ich mich so an die Bilder der Hochglanzbroschüren, also der Werbebroschüren erinnere, dann waren die damit ja in der Wüste unterwegs und haben wilde Fotos und alles so gemacht. Und dann haben wir uns so gedacht, ja, also wenn du da in der Wüste bist, wo soll ich denn da meinen Ducati-Vertragshändler oder die Vertragswerkstatt finden? Also wir waren ja selbst gerade in Marokko, zwar mit anderen Maschinen, aber wir hatten Platten. Und da war weit und breit keine Ducati-Vertragswerkstatt. Also das ist so ein bisschen ein fraglicher Hinweis, hat uns eigentlich mehr so zum Schmunzeln gebracht. Das mal nur so als kleine Anmerkung. Ja, bevor wir jetzt mehr zu Ducati erzählen, legen wir einfach mal los mit dem Einbau. Den Kettenöler haben wir bereits installiert. Ich zeige euch jetzt einfach, wo wir die verschiedenen Komponenten angebracht haben. Aber so geht das dann einfach schnell vonstatten. Dann ist das Video kurz und knackig hoffentlich und ihr müsst uns nicht bei dem ganzen Einbau zugucken. Ich würde sagen, du kommst jetzt einmal hier auf die andere Seite. Ich mache schon mal die Sitzbank runter. Und zwar beginnen wir mal mit dem Tank. Den Öltank haben wir hier montiert. Wir haben jetzt hier den Langstreckentank installiert. Das ergibt ja Sinn. Also bei einer Reise-Enduro viele Kilometer. Da können wir dann ruhig den großen Tank auch installieren, also um eine höhere Reichweite zu bekommen. Und natürlich ist hier auch relativ viel Platz. Den Auslass hier unten oder den Auslassschlauch haben wir dann noch mit dem Hitzeschutzschlauch auch umhüllt. Einfach auch aus optischen Gründen, da haben wir lieber einfach diesen schwarzen Schlauch dann. Der geht hier innen am Rahmen entlang und dann kommen wir hier zur ersten Komponente. Das ist unser T-Verbinder. Da kommen ja dann zwei Schläuche raus. Der eine Schlauch geht unter die Sitzbank zu unserem Befüllstützen. Das zeige ich euch nachher noch. Und der zweite Schlauch, der geht dann hier ins Dosierventil. Das ist unsere nächste Komponente, die wir erklären. Hier ist noch die Durchflussrichtung zu beachten, also wie das Öl fließt. Der Ausgang hier, das ist dann die Auftragsdüse, auch das zeige ich gleich. Das Dosierventil selbst haben wir mit dem Edelstahlwinkel befestigt, der im Lieferumfang enthalten ist. Da haben wir von innen so einen Schaumstoff mit dran geklebt und dann kann man das genau einfach mit Kabelbindern hier so an den Rahmen dran befestigen. Das war eigentlich eine ganz gute Lösung. Wir haben jetzt hier mal noch mal eine Taschenlampe, hier gehen dann die Kabel ab vom Dosierventil. Die haben wir auch hier innen lang entlegt am Rahmen und hier hoch und dann zusammen mit diesem Schlauch vom Befüllstutzen geht er dann hier unten lang. Und dann haben wir hier diese Platte, an der das Sitzbankschloss montiert ist, einmal demontiert. Das sind zwei Schrauben links, zwei Schrauben rechts und die Schraube hier oben in der Mitte. Den Tank muss man dafür nicht abnehmen, aber dann kann man diese Platte runternehmen. Und darunter haben wir dann alle Leitungen auch vom Regenschalter vorne einmal durchgeführt. Dann sind die geschützt und gut aufgeräumt. Dann würde ich euch noch die nächste Komponente zeigen, den Regenschalter. Der ist ja wie gesagt auch hier unten die Leitung zu entlang gelegt. Den Regenschalter haben wir hier vorne auf der linken Seite Lenker montiert. So, kriegen wir den Fokus. Genau, einmal hier an der Spiegelklemmung und den erreicht man dann gut noch mit dem Daumen auch. Während der Fahrt kann man da schalten. Jetzt kannst du einmal rumgehen. Das Kabel haben wir dann hier hinten auch an den bestehenden Leitungen nach unten verlegt. Und jetzt Achtung, ich drehe mal, schlag einmal den Lenker ein und dann geht das hier runter. Hier sehen wir dann das Kabel. Das ist schön alles mit Kabelbinden auch versehen, dieser Kabelstrang. Und da können wir dann unseren Regenschalter zu mit reinlegen, dann weiter nach hinten verlegen. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir einfach von dieser Seite hier unten, da ist relativ viel Platz, haben wir hier ein,
ein Schweißdraht durchgesteckt nach vorne, dann vorne den Regenschalter oder das Kabel vom Regenschalter befestigt und dann konnten wir das einfach nach hinten durchziehen. Dann sehen wir hier, das ist die Leitung vom Regenschalter, auch wieder am bestehenden Kabelstrang geführt. Hier entlang, wir hätten dazu noch die Seitenverkleidung ab, die haben wir jetzt mittlerweile wieder dran, aber dann kann man das auch hier unter dem Tank entlang legen. Wie gesagt, hier unter der Abdeckung durch und dann kommt die Leitung hier hinten raus. Den Tank, wie gesagt, muss man dafür nicht demontieren, das ist alles ziemlich einfach. Ja. Und genau, wenn wir jetzt schon hier hinten sind bei der Elektrik, wir haben dann jetzt hier unsere Steuereinheit, die werden wir auch unter der Sitzbank belassen. Die Kabel können wir dann aufwickeln, wenn wir alles verbunden haben, auch hier unter der Sitzbank. Dann ist noch zu erwähnen, die Steuereinheit muss natürlich mit Strom versehen werden. Also wir haben eine Plusleitung und eine Masseleitung, Plus an Batterie angeschlossen, Masse an Batterie angeschlossen. Und dann haben wir noch unsere Steuerleitung, also mit der der Kettenöler natürlich geschaltet wird, also mit Zündungseinschalten geht dann ja auch der Kettenöler an. Dazu haben wir jetzt hier diesen Abzweigverbinder genutzt, das ist ein Zubehörteil und zwar ist das eine 10 Ampere Sicherung, die wir hier am Sicherungskasten ersetzt haben, die Sicherung Nummer 5. Wichtig ist dabei, dass das Kabel hier in diese Richtung abgeht, dass die ganze Elektronik mit abgesichert ist und dann können wir hier unseren Kettenöler bzw. die Steuerleitung vom Kettenöler direkt einsteckt. Das ist schon die ganze Elektronikverkabelung. Jetzt würde ich euch noch die Auftragsdüse zeigen. Da gehen wir noch einmal auf die andere Seite. Einmal herum. Wir kommen hier vom Dosierventil. Da geht es raus, die Leitung Richtung Auftragsdüse. Auch hier haben wir wieder unseren Hitzeschutzschlauch verbaut, einfach weil wir hier unten dann im Bereich vom Krümmer, beziehungsweise hier unten im Bereich vom Krümmer kommen, haben dann die Leitung innen am Rohr entlang gelegt. Hier haben wir einen Kabelbinder hingemacht und hier, dass die ordentlich geführt ist. Dann hier runter an der Schwinge und dann kommen wir jetzt an dieser Seite raus. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das gut in Fokus bekommen und ihr das seht. Wir haben nämlich hier unten an der Schwinge haben wir eine Bohrung. Sieht man noch die Leitung. Hier geht die in die Schwinge rein und kommt dann auf der anderen Seite an der Schwinge raus. Das Einzufädeln ging eigentlich besser als gedacht. Also haben wir einfach auch mit dem Draht durchgefädelt und also den Schlauch an dem Draht befestigt und dann den Draht durchgeschoben. Und wie gesagt, kommen wir auf der anderen Seite raus. Das muss man jetzt nicht so machen, aber wir machen immer gerne so die komplizierte Lösung. Oder was heißt kompliziert, aber die gut aufgeräumte Lösung. Und dann ja, nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit, da eine gute Installation hinzubringen. Ja, und wir kommen hier auf dieser Seite der Schwinge wieder raus. Das sieht man dann hier. Und dann haben wir hier unseren Schlauchhalter installiert, hier nochmal einen zweiten, von innen an die Schwinge geklebt und dann unseren Auftragsdüsenhalter auch von innen an die Schwinge. Hier unten haben wir ja keinen Platz, weil einmal der Kettenschutz hier ist und die Schwinge dann auch zu schmal wird. Deswegen sind wir an die Innenseite gegangen und schlussendlich dann die Auftragsdüse kommt dann hier raus und hat dann den Ölauftrag an der Außenseite vom Kettenblatt. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die andere Seite, dann zeige ich euch noch den Auftragsdüsenhalter. Jetzt schauen wir mal, ob wir da durch die Speichen durchfilmen können. Das ist hier drüben, dieses silberne Stück, genau. Den haben wir, wie gesagt, auch mit dem Klebeband von innen an die Schwinge geklebt und dann einfach mit dieser Klemmschraube hier die Auftragsdüse befestigt. Und weil das jetzt auch innen an der Schwinge ist, ist das super geschützt. Also wenn man jetzt im Gelände unterwegs ist, dass da keine Äste oder Steine gegenschlagen. Das ist ja eine sehr schöne Lösung geworden. Das wären jetzt mal alle Komponenten, wie wir sie installiert haben. Würde ich sagen, jetzt können wir eigentlich schon das ganze System mit Öl befüllen. Das würde ich euch noch kurz zeigen und dann die Funktion können wir noch einmal testen. Das machen wir dann noch im nächsten Schritt. So, ich habe jetzt mal Öl besorgt. Wir haben jetzt natürlich, wie eben gezeigt, alle Komponenten angeschlossen. Wir haben auch die Stromleitung schon angelegt und die ganzen Steckverbindungen auch zusammengesteckt. Wir können jetzt das System einmal starten, das heißt einmal die Zündung vom Motorrad anmachen. Jetzt mal einen kurzen Blick hier auf den Regenschalter bitte. Bei Zündung ein gibt es immer einen kurzen Selbsttest, ob das System auch korrekt bestromt ist und dann leuchtet die LED einmal auf. So, ich hoffe, das habt ihr gesehen. Jetzt ist die Steuereinheit einmal bestromt und wir wollen ja jetzt das System erstmalig mit Öl befüllen. Dafür gehen wir in den Spülmodus. Für den Spülmodus müssen wir den Regentaster für 4 Sekunden gedrückt halten, bis er anfängt zu blinken.
Und jetzt hat man auch gerade ein Klacken gehört, also vielleicht auf dem Video, das ist jetzt nicht ganz so laut. Das ist dann, wenn das Ventil anzieht, dann gibt es so ein Klacken. Und jetzt sehen wir hier das schnelle Blinken. Das bedeutet, der Spülmodus ist aktiv. Das heißt, das Ventil ist dauerhaft geöffnet und das brauchen wir, um eben unser System zu entlüften bzw. es komplett mit Öl zu füllen. Das heißt, ich ziehe mir jetzt hier mal die erste Spritze auf mit Öl. Und dann gehen wir hier an unseren Befüllstutzen, den haben wir hier unter die Sitzbank gelegt, ziehen den Stopfen ab. Das auch nochmal zur Erklärung, diesen Stopfen, den kriegt man so ab, indem man hier auf diesen schwarzen Ring drückt. Das ist eine Entriegelung und dann können wir unsere Spitze hier direkt einstecken und anfangen, unser System zu befüllen. Da jetzt das Dosierventil geöffnet ist, heißt, dass die Leitung sozusagen frei ist bis zur Auftragsdüse runter. Wenn das Ventil nicht geöffnet wäre, dann würde das Öl nur in den Tank gedrückt werden. Das ist ja dann die normale Befüllsituation, sage ich mal. Und wir drücken da jetzt so lange Öl durch, bis unten was rauskommt. Bis an der Auftragsdüse dann Öl rauskommt. So, jetzt sehen wir das Tropfen. Dann können wir jetzt erstmal aufhören, beziehungsweise hier oben. Einmal noch einen kurzen Blick hier hoch. Wir können jetzt einfach den Spülmodus wieder beenden. Einfach nochmal draufdrücken. Jetzt hat man nochmal ein leises Klacken gehört vom Ventil. Das Ventil ist jetzt wieder geschlossen. Und du kannst dann nochmal rumkommen hier auf die andere Seite. Ich fülle nochmal ein bisschen Öl auf. Und mal gucken, ob ich das schaffe. Dann sieht man das jetzt hoffentlich. Mal kurz, ich mache nochmal Licht an hier unten. Hier sehen wir jetzt schon mal Öl im Tank und jetzt drücke ich das mal weiter rein. Genau, beim 120 ml Tank dauert es natürlich ein bisschen mit der Spritze, bis sie dann voll ist. Aber ich hoffe, ihr seht jetzt, wie das Öl da steigt. Und wie gesagt, jetzt kommt nur noch Öl in den Tank. Das Dosierventil ist ja jetzt wieder geschlossen. So sieht das dann aus, wenn das Gold fließt. Und dann sollte unser Öltank befüllt sein. So, jetzt können wir richtig viel Kilometer machen. Also mit dem Langstreckentank, da haben wir wirklich eine hohe Reichweite. Genau, jetzt nicht vergessen, hier wieder den Verschlussstopfen drauf zu machen. Ich lege den jetzt mal einfach hier mit unter, bei den Kabeln mit drunter. So, hier mit Batteriebefestigung. Und dann... ja, sind wir fertig. Ich mache noch die Sitzbank drauf. Genau, die Verkleidung müssten wir jetzt noch anschrauben. Hier die rechte Seitenverkleidung. Aber ja, das ist dann soweit alles korrekt verkabelt. Wir haben gesehen, die Funktion ist gegeben. Also Öl kommt ja unten raus. Das heißt, die Schaltung funktioniert. Zündung können wir jetzt hier mal wieder ausmachen. Und das wäre eigentlich schon alles. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Wir werden auf unserer Internetseite auch noch eine schriftliche Dokumentation zum Einbau für die Desert X veröffentlichen, also mit Bildern und noch ein paar Worten dazu. Aber ich finde immer, so ein Video ist immer hilfreicher, um genau zu sehen, wie was eingebaut wird. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Anmerkungen, Hinweise auch zu Desert X habt, lasst es uns gerne wissen. Also wir lernen da ja auch gerne dazu, was eure Erfahrungen mit der Desert X auch sind. Wir sind ja gespannt, wie sich das noch so oder unsere Erfahrungen sich auch mit ihr so entwickeln. Wir haben jetzt noch nicht allzu viele von denen auf der Straße gesehen. Also sind auch gespannt, wie es einfach von den Motorradfahrern oder der Gemeinschaft so angenommen wird. Und sind aber guter Dinge, ja, dass wir damit noch ein paar Kilometer machen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Einen schönen Tag noch. Ciao.